Hi Leute, heute machen wir den dritten Teil unserer kleinen Serie Informatik gegen Virus und wir gucken mal, was wir da machen können. Ich will eigentlich nicht viel machen, sondern nur ein bisschen was mit den Reproduktionszahlen machen und zwei Kanäle, die irgendwie dazu, wenn man da mehr in die Tiefe Amerikanische. gehen will, ist das dieser Kanal von dem Weiz AB Hamburg. Ich werde das nachher auch nach unten verlinken. Das ist der erste Teil und das hier ist der Nach zweite mehr Teil. mathematisch. Und das ist mehr mathematischer Hintergrund davon und das ist, was ich irgendwie nachher unten verlinke, wenn jemand tiefer eintauchen will. Aber dafür braucht man meistens ja etwas bessere, also Oberstufen oder Universitätsmathematik. Also im ersten Teil reicht wohl noch Oberstufe, im zweiten braucht man dann wohl in die Universitäts, da geht es um Differentialgleichungen und sowas. Das brauchen wir aber eigentlich nicht. Ich will das ja so machen, dass es möglichst einfach ist. Das heißt, wir machen es mit Simulation und der Computer ist, was das angeht, ein tolles Werkzeug, weil es irgendwie halt sehr komplexe Sachen, die mathematisch sehr, sehr kompliziert sind zu lösen, uns relativ leicht ermöglicht. Dafür müssen wir uns, schreiben wir uns aber weiterhin eine kleine Bibliothek. Wir fangen an damit mit diesem Reproduktionswert von den Epidemiologien und da machen wir ein bisschen was, da machen wir ein bisschen weiter. Ich will das auch gar nicht so lang machen heute. Und das Erste, was ich machen will, ist natürlich, dass ich erstmal ausprobiere, was wir denn haben. Also, wir haben die Reproduktionszahl, das kennt ihr sicherlich. Das ist, also ich muss irgendwie nochmal was zeigen, irgendwie. Also, wenn man irgendwie so ein modernes Linux hat, dann kann man schicke Sachen machen, wie zum Beispiel, das ist schon ziemlich geil. Na gut, okay. Nur so zum Spielen, da arbeite ich dran, dass das irgendwie demnächst ein bisschen besser wird. Also man kann diese Bildschirme irgendwie, also jedes einzelne Fenster davon irgendwie völlig verdrehen, verziehen, irgendwie alles Mögliche machen. Man kann auf die man kann praktisch die einzelnen, also man kann den ganzen Kram praktisch von Hand machen, also von der Maus her. Und man kann natürlich auch irgendwie auf andere Bildschirme schalten. Und das wäre dann irgendwie zum Beispiel. Na, wo haben wir es denn da? Das war klar. Finde ich es nicht gerade, aber egal, da komme ich nochmal später zu. Ich will mich jetzt nicht verdatteln. So, also die Reproduktionszahl ist, wenn man es genau nimmt, ich mache das einfach mal direkt. Das ist ja diese Zahl R0, die wir irgendwie haben. Ich mache das jetzt auch mal gleich irgendwie schick mit Linux, dass wir R0 schreiben. Das geht ganz cool. Also, wenn man hier Alt-GR, Shift und R schreiben, es gibt irgendwie halt auf Linux so ein paar schöne Sachen wie, dass man irgendwie Subskript machen kann oder Superskript halt. Das ist praktisch nach unten nach oben. Das geht ganz, ganz cool. So, und das wollen wir. Wir wollen hier eine Function, also wir wollen hier R0 machen und wir schreiben jetzt irgendwie erstmal, dass wir eine Function definieren. Function definieren und die soll heißen R0. Und wir wollen dort den Wert angeben, der für die tägliche Reproduktion da ist. Das heißt, wir haben hier die tägliche Wertsteigerung und welchen R0 kriegen wir davon raus. Und das nennen wir jetzt einfach mal Durchseuchung. Dafür geben wir, praktisch machen wir auch noch eine Gegenfunktion und das ist irgendwie relativ einfach. Dieser Durchseuchungswert, das heißt, mit wie viel Prozent wird die Bevölkerung durchseucht, wenn der R0 einen bestimmten Wert hat, dann wäre das dieses R0 Durchseuchung. Da geben wir irgendwie zurück 1 minus 1 durch R0, was ist das? Ups. R0. So. Und das müsste es eigentlich schon sein. Ich weiß es gar nicht genau. Ich bin jetzt gar nicht sicher. Aber gucken wir mal. Wir suchen einfach mal, wir rufen einfach mal R0 auf. Und zwar R0 von 6,7. Das ist irgendwie so ein Wert, der irgendwie angenommen wird. Und da haben wir auch schon Fehler. Ah, das ist global.
Achso, natürlich, das ist Quark hier. Durchseuchung ist das ja. So kommt das denn hin. Und dann haben wir eine 85% Durchseuchung. Brauchen wir, also wir brauchen also einen Widerstand in irgendeiner Weise, dass die Leute irgendwie halt resistent sind von 85% in der Bevölkerung, um damit sich dieser Wert nicht weiter ausweitet. Das steht hier auch alles schön drin, diese Basisreproduktionszahl. Bei Malaria ist sie zum Beispiel 1000. Jetzt müsste man fragen, ich möchte jetzt auch mal den umgekehrten Wert haben. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt einen Masern haben von 15 bis 18, das können wir mal ausprobieren. Wenn wir Masern 15 bis 18 haben, geben wir mal hier 15 ein. Wie viel Durchseuchung brauchen wir? Aber wir brauchen also eine 3 bis 18. Wir brauchen also eine 94% Immunisierung der Bevölkerung, damit dieser, damit der RT sozusagen, also der echte Wert von dieser, praktisch, dass man weniger, dass jeder, der angesteckt ist, dass die Krankheit eben nicht zur Epidemie wird, sondern dass sie sich irgendwie halt, dass sie weniger wird. Dieser R0-Wert ist momentan in Deutschland irgendwie bei 0,7, sagt man. Und das heißt, wir sind unterhalb von 1, das heißt, sie stirbt langsam aus. Das heißt, wir hätten die dann unter diesen Umständen in 2 Wochen vielleicht sogar beseitigt in Deutschland oder größtenteils. Ja, werden wir mal sehen. Und jetzt wollen wir natürlich noch die umgekehrte Funktion haben. Das heißt, wir wollen die Durchseuchungsfunktion haben. Durchseuchung. Und welches R0 wir daran und wir geben das R0 an. R0. So. Und wir geben dann zurück. Ups, wie war denn das nochmal? Das ist jetzt genau der Gegenwert. Das heißt, wir haben 1 minus. Das ist natürlich jetzt interessant. Ich habe das jetzt nicht vorbereitet, also muss ich das irgendwie kurz mal durchrechnen. Was heißt, wir wollen irgendwie den Wert haben, der, also unseren R0... Nee, wir wollen eigentlich genau andersrum. Wir wollen hier, das ist genau falsch. Das ist der Durchseuchungswert. Ist das, das hier ist der Durchseuchungswert, den wir haben wollen. Hahaha. Den wollen wir von einem R0 haben, ne? Genau so, also Durchseuchung von einem R0. So, das ist jetzt richtig. Das heißt, der Durchseuchungswert von einem von 18 braucht irgendwie 0,94. So, und wenn wir bei 1000 sind, das heißt für Malaria zum Beispiel, dann bräuchten wir eine, dann müssen wirklich von 1000 Leuten müssen irgendwie 999 immun sein, damit es sich nicht weiter ausbreitet, dass es gerade mal endemisch ist. So, jetzt machen wir das genau andersrum. Das heißt, wir wollen jetzt den R0 haben von der Durchseuchung. So, R0 von der Durchseuchung. So, und da kriegen wir jetzt das ist 1 minus Durchseuchung damit kriegen wir den Gegenwert und davon müssten wir eigentlich 1 minus Durchseuchung, das müsste es eigentlich sein. Wenn ich das jetzt mal so kurz durchchecke, das können wir mal gucken, wenn wir jetzt einen R0 von 0,85 haben, eine Durchseuchung von 0,85 haben, wir wollen den R0 haben, dann bekommen wir 6,67, also 6,6, das stimmt also. So, diese beiden Funktionen hier, die sind natürlich ganz schick. Die holen wir uns mal hier rein und die, sage ich mal, kopieren. Und auch diese hier wollen wir kopieren und die packen wir uns jetzt in die Library.
kopieren. So haben wir es irgendwie entwickelt und so kann man das irgendwie schön machen. Das heißt, wir haben hier die Epidemiologie Library und da gehen wir rein und da schreiben wir neue Funktionen rein. Das ist hier der eine, das heißt, wir machen erstmal hier Set Paste und sagen, wir wollen hier den einen haben und dann wollen wir den anderen auch noch haben. Den holen wir hier raus und hier war jetzt nicht irgendwas drin, was wir irgendwie, was ich wegmachen muss. Da habe ich mich nicht aufgepasst, dass ich das vorher sauber gemacht habe. Es kann immer passieren, dass man dann irgendwie an der Stelle plötzlich irgendwelchen Mist bekommt. So, R0 ist gleich Function, Function Durchseuchung und hier kommen wir rein. Und hier genau dasselbe. Durchseuchung ist gleich Function von R0. So, jetzt haben wir praktisch diesen Durchseuchungswert. Den können wir uns ausrechnen und wir können uns das R0 ausrechnen. Irgendwie. Also das ist zum Beispiel jetzt schöne Gegenwerte. Wer das nochmal nachprüfen will, wo ich das her habe, das war irgendwie hier aus dem aus der Basisreproduktion. Hier sind ein paar Werte, die man so hat, und dann kann man sagen, okay, was würde denn zum Beispiel bei einer normalen Grippe sein? Das ist irgendwie zwischen 1,2 und also 0,9 und 2,1, so sagen wir mal 1,5 als Durchschnitt, und das können wir ja gleich mal ausprobieren. So, das speichern wir mal. Und wir rufen das einfach mal auf. Interaktiv und rufen das auf, das geht nicht. Cannot open shared object, no such file or directory. Na toll, ach nee, klar. Just in time. Okay. So, und hier haben wir jetzt den, das ist jetzt die interaktive Version davon, das heißt, wir können jetzt unser R0 checken, unser R0 von 85% haben wir. Ah, das geht nicht. Warum? Achso, natürlich, klar. Require von Epidemiologie. So, wie das so. Geht nicht. Ja, klar. Da wäre er drin, also wir haben da noch einen Fehler drin, das machen wir noch mal gleich raus. Das heißt, ich habe das natürlich hier oben bei den Modellen reingepackt, das ist natürlich Quatsch, das gehört irgendwie in die Grundfunktion der Epidemiologie und deswegen kommt das hier rein. Dann machen wir es gleich richtig. Und das funktioniert dann jetzt auch. Lua just in time. Wir können es auch irgendwie. Lua just in time. Wir können das auch nochmal nachfragen. Da kann man mich irgendwie eine Library sozusagen aufrufen. Require Library. Ah, da haben wir es. Require Library. Library Epidemiologie. Aber das geht gar nicht, weil. Genau. Das geht nämlich nicht, weil wir brauchen dieses Epi gleich Require. Zum Teufel. Ah, habe ich noch einen Fehler gemacht? Ja, klar. War klar. Hier ist Komma rein, das heißt, hier sind noch weitere Funktionen, die dazukommen. Das ist das Model und die Modelle sind hier und dann gucken wir uns gleich nochmal an, ob wir nicht noch ein paar schöne Sachen mit dazu machen können.
So, wie viele Minuten haben wir? Wir haben jetzt eine Viertelstunde. Okay, ich wollte heute nicht so lang machen. Und das ist dann eigentlich auch genug. Choir. Okay. So, und jetzt wollen wir das Print R0 von 0.60. Okay. So, das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier eine Durchseuchung. Nee, das ist ja genau falsch rum. Wir haben jetzt das R0 von. Ach genau, das ist richtig. Wir haben die Durchseuchung für 1,5, das heißt für eine normale Grippe. Welche Durchseuchung brauchen, welche Impfung brauchen wir, wenn nur ein Drittel der Leute wird infiziert, und wenn wir ein R0 ansetzen, wie es zum Beispiel von den offiziellen Stellen zurzeit angegeben wird, von 70%, also weil das es da irgendwie auf 0 kommt, dann wäre das bei 3,3. Da wird das sozusagen jetzt abgeschätzt, dass wir ungefähr dort liegen, wenn diese Krankheit nicht mit Maßnahmen, mit sozialen Maßnahmen runtergebracht wird. So, wir können es hier nochmal angucken. Dafür gibt es nämlich diesen sogenannten RT-Value. Das heißt, dieses RT ist genau das, was wir uns hier ausrechnen. Da, 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 da. Wo ist das denn? RT. Ah, hier sind übrigens die Modelle. Das mache ich das nächste Mal, dass ich hier mal ein bisschen durch die entsprechenden Modelle durchgehe, die es gibt, und da schon mal ein bisschen mit anfangen. Und wir haben hier das die Basisreproduktionszahl. Ich glaube, das steht hier drin. So, wir haben nämlich hier jetzt irgendwo drin stehen, welches RT wir bekommen, wenn. Naja, es steht irgendwo anders drin, wahrscheinlich beim Englischen. Ja, naja, ich glaube, es ist beim Englischen drin. Sieht so aus. Spielt ja keine Rolle. Also jedenfalls, das RT ist das, was effektiv wirkt, wenn eine bestimmte, also praktisch wenn das R0, wenn kein einziger in der Bevölkerung immun ist, dann ist es R0. Und wenn immer je höher der Bevölkerungsanteil wird, der immun ist. Das ist das hier eigentlich, das, dieses RQ nennen wir es hier. Das ist diese kritische Immunisierungsschwelle. Das ist die Formel, die wir hier eben eingegeben haben. Das ist eigentlich RQ. RQ von R0 mal 1 minus, das können wir auch noch mit reinpacken. Dass wir diese Formel hier irgendwie auch noch mit reinbringen, dann haben wir das nämlich auch noch. Gucken wir mal rein. Dann bauen wir das noch mit ein. Und dann haben wir eigentlich diese wichtigen Funktionen. Q, geht das? Nein, geht nicht. Okay, geht also so. So, Function. So, das ist das, was ich da eben rauskopiert habe. Also Return. R0. Eins minus Q. Und das ist dieses RQ, und das wird wie praktisch, wenn wir eine bestimmte Durchseuchung haben in der Bevölkerung, also eine Immunisierung, dann ist das hier Q. Und das wäre dann das RQ, das sich aus dem R0 berechnet dann. So, das können wir dann irgendwie machen, das können wir auch nochmal ausprobieren. Wie stark ist sozusagen unser effektives RQ bei einer bestimmten Durchseuchung in der Bevölkerung? Das können wir dann irgendwie, das bauen wir gleich nochmal rein. So, das haben wir jetzt irgendwie schön fertig gemacht. Rufen wir es nochmal auf. Ebi gleich require. So. Und dann sagen wir mal epi.rq
von einem R0 von, sagen wir mal, wir hatten eben gesagt, wie viel war das, unser R0, das wir angenommen hatten? 3, von 70% war es 3,3. Von 3,3, und wir haben, sagen wir mal, eine 20%, so eine Herdenimmunität von 20%, das heißt, wir haben 20% dann drin. Wie viel würden dann übrig bleiben? Dann würden noch so viel übrig bleiben. Momentan haben wir irgendwie in der Bevölkerung weniger als 1%, nämlich ungefähr 0,01% Herdenimmunität. Das heißt, das hat sich irgendwie noch nicht groß was getan. Bis wir auf dem Niveau einer Grippe sind, wie hoch müssen wir dann werden? Naja, das ist schon 30%, da sind wir bei 30, jetzt sind wir bei 50%. Bei 50% sind wir immer noch nicht auf dem Niveau einer Grippewelle, bei 60 nicht, bei 65, ja, da kommen wir dann langsam hin, 64, so, also wir hätten bei 63% etwa das, was wir von einer starken, gefährlichen Grippe haben, bei 63% Immunität der Bevölkerung. Das kann man natürlich durch das Durchbrennen machen. Wenn wir irgendwie sagen, 63% unserer Bevölkerung brennt durch, naja, sagen wir es mal wirklich 70%, dann sind wir eben praktisch damit durch. Also sagen wir mal, wir haben wirklich diese 70%. Und wir machen jetzt mal Folgendes. Wir sagen, wir haben 70% mal 83 Millionen. Das ist ungefähr das, was wir in Deutschland haben. Und wir haben, sagen wir mal, im besten Fall, also die besten Modelle sagen, es sind 0,37% Sterblichkeit. Wie viel Prozent, wie viele Leute würden dann sterben? Tjo, das sind 2,1 Millionen. Wenn wir irgendwie mehr nehmen, also wenn wir ungefähr 1% annehmen, was irgendwie in vielen anderen Ländern der Fall ist, was wir irgendwie, dann wären wir bei 5, 6 Millionen fast so. Dazu muss man wissen, das sind ungefähr die Zahlen, das sind irgendwie die Größenordnung vom Zweiten Weltkrieg für Deutschland. Also da sind wir dann irgendwie bei 3, 9 Millionen oder so. Und wir kommen darüber hinaus dann. Wie komme ich auf diese Zahl hier? Das haben wir uns natürlich irgendwie, sagen wir mal, 2,1 ist natürlich. Nee, das ist ja Quark. Was habe ich denn da eben gerechnet? Falsch. Also wir haben natürlich 0, 0,02 01. Sorry. Das wäre 1%. 500.000, genau. Wir sind wahrscheinlich eher bei 2,1% und dann sind wir bei 1,2 Millionen mehr. Viel mehr werden wir wahrscheinlich nicht kriegen damit. So, und da würde es dann ungefähr die, das heißt nicht, dass die Ausbreitung der Seuche zu Ende wäre. Das wäre bei 70%. Das war hier böser Rechenfehler. Aber das hier, das müsst ihr irgendwie ganz fürchterlich vergessen. Das böser Rechenfehler. Natürlich ist nicht im, das muss man Prozent eingeben, ne? Also immer durch 100 teilen. So, das heißt, da wären wir dann ungefähr das ist 2,1. Wie komme ich auf 2,1? Gucken wir mal hin. Also die Leute sagen, wir haben 0,37 oder die sind immer unter 1%. Das ist aber kommt nicht ganz hin, weil wir haben die, holen wir uns mal die, wie heißt das? Diamond Princess. Und da wollen wir mal gucken, dass wir die Diamond Princess holen und die Werte aus der Diamond Princess. Und die sind nämlich dann, da sind nämlich jetzt irgendwie die Leute, werden dort, also praktisch, da sind schon eine ganze Menge Leute, sind dort krank und gestorben. Und wir haben hier, eigentlich haben wir 712 infizierte Leute auf der Diamond Princess. Und davon sind bisher 12 gestorben und davon sind irgendwie noch ein paar frei. Ich guck mal kurz nach, wo ich das dann habe.
So, hier haben wir den Wert. Diamond Princess. Diamond Princess. So, wir haben hier 2712, 13 sind gestorben und wir haben aber noch 7, die kritisch sind und 55, die krank sind heutzutage. Das heißt, im besten Fall haben wir, wenn diese überleben, dann haben wir 7, also haben wir dann, haben wir, also im schlimmsten Fall haben wir hier 7, also 20 Tote. Und das können wir noch mal kurz durchnehmen. Das nehmen wir mal kurz rüber auf den anderen Bildschirm. Schieben wir mal kurz rüber und schalten wir mal rüber auf den anderen Bildschirm. Holen uns das hier mal kurz rein und überprüfen das mal. Also im schlimmsten Fall haben wir 7 plus 13, also 20 durch 712. Also, gleich 20 durch 712 ist der schlimmste Ausgang. Das sind dann 2,8%, die dann Sterblichkeit sind dort drauf. Und im besten Fall haben wir jetzt, haben wir 13 durch 712, das heißt 1,8. Das heißt, zwischen 1,8 und 2,8 Sterblichkeit liegt dieses Virus und die auf der Diamond Princess laufen natürlich mit der besten möglichen Versorgung zurzeit. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass wir in Deutschland, also gut, kann man jetzt sagen, ja, sind mehr Leute, die alt sind und ja, aber wir haben keine Gebrechlichen, wir haben keine Leute, die in Altersheim liegen. Das sind alles Leute, die noch aktiv sind, die auf so einem Kreuzfahrtschiff sind. Insofern gleicht sich das meines Erachtens nach aus. Und diese Ansage, die wir hier haben, die ist möglich. Also es gibt irgendwie, ich habe irgendwie halt ein paar Modelle. Und dass diese Modelle irgendwie stark auseinandergehen, also dass wir uns nicht darauf verlassen können auf diese Modelle, das habe ich auch schon erklärt. Und darauf gehen wir dann noch ein, indem wir praktisch mehr Modelle machen. Aber das ist erstmal das, was wir haben. Das heißt, wir haben zwischen diesen beiden Werten liegt die Sterblichkeit. Zumindest von dem einzigen abgeschlossenen System, das wir haben. Es sei denn, wir haben jetzt irgendwie ein neues Medikament, wo wir dann irgendwie, was weiß ich, dieses Hydrochloroquin oder Remdesivir oder wie auch immer, sollen sich die Ärzte drum kümmern, dass wir dafür sorgen, dass es weniger Leute gibt, die irgendwie dann davon sterben, dann kriegen wir diese Zahl runter. Aber ansonsten müssen wir, also ich bin jetzt Mathematiker, also Informatiker, ich kümmere mich jetzt nicht um den medizinischen Kram, sondern einfach nur um die Zahlen. Die einzigen Zahlen, die wir haben, die einzige Zahl, die die Welt hat, ist, wo es einigermaßen abgeschlossen ist, ist diese Diamond Princess. Und da liegt das eben zwischen 2 und 3%, die Sterblichkeit. Und das ist schon ein ziemlicher Hammer, ehrlich gesagt. Und, wo sind wir dann? Ach, der haut mir hier immer die. In die falsche. Das ist der falsche. Das ist der falsche. Da ist er. So, den will ich haben. So, das ist das, was wir kriegen. Und das soll eigentlich dann auch für heute das erstmal sein. Ich weiß nicht, wo wir jetzt sind auf dem. Wir sind auch schon wieder bei 28 Minuten. Das heißt, ich mache jetzt tatsächlich mal Schluss. Das ist unsere Library. Wir haben die irgendwie so hergestellt, wie sie bisher ist. Da kommen dann beim nächsten Mal ein paar weitere dazu. Und zwar die. Den hier mal raus. Packen den mal hier auf die Seite. Und gucken uns an, wo ist denn der. Ey, ich werd verrückt. Wo ist denn hier der? Ach, da ist er. Genau. Ich habe einen zweiten Bildschirm, der fliegt immer von Bildschirm zu Bildschirm. So. Wir haben diese verschiedenen Modelle, die es gibt. Und die werde ich, zum Beispiel das Sehr-Modell, irgendwie das werden wir durchgehen. Und da steht das immer alles schön drin. Das ist jetzt hier irgendwie praktisch als Differentialgleichung gemacht, aber das können wir irgendwie wunderbar
umrechnen anders. Aber ich glaube, das Erste, was ich mache, ist, dass wir ausrechnen, nächstes Mal, wie man aus den Exponentialentwicklungen, die wir haben, berechnet, wie groß ist eigentlich der Faktor pro Tag, wenn wir jetzt zum Beispiel eine bestimmte Entwicklung haben in Deutschland oder sowas. Ah, nehmen wir das nicht mal, sondern wir hier mal die Entwicklung in Deutschland zum Beispiel. Ach, das machen wir nächstes Mal. Das machen wir einfach nächstes Mal. Dann können wir nämlich irgendwie, das packen wir noch mit unserer Library mit dazu, sodass wir das dann irgendwie schön berechnen können. Also momentan haben wir jetzt schön drei Funktionen dazu gepackt, den Durchseuchungsfaktor. Wir haben den RQ, also praktisch den RQ, der sich berechnet aus der Immunität und dem R0, also von wegen der Bef die Bevölkerung hat kein R0, und das R0, das dann irgendwie da ist, die sich irgendwie, wie man das jetzt hier ausrechnet. Was man ebenfalls machen kann, ist praktisch dieses R0 ausrechnen aus der Entwicklung pro Tag, und wenn man zum Beispiel die weiß, wie lang ist die durchschnittliche Ansteckungszeit und sowas, machen wir nächstes Mal. Ich glaube, das ist das, worauf wir uns das nächste Mal konzentrieren. Ja, ist ein bisschen chaotisch geworden heute, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem euren Spaß. Halbe Stunde soll reichen. Machen wir mal Schluss. Alles klar. Bis dann.